Na gut, was soll's? Auch diese Mission wurde abgeschlossen und damit geht es in den Halbmondnebel. Hieß er so? Ich glaube, ne? Dann haben wir dort noch die zwei Nebenmissionen und dann müsste es soweit schon sein, dass wir endlich weitermachen können mit der Reaper FFS. So, die habe ich alle übrigens abgegrast, auch wenn die ja noch angezeigt werden. Im Adlernebel, die Planeten, die haben wir ja, also die Informationen dafür haben wir ja in der Shadow Broker Basis bekommen. Leider bleibt das halt stehen, auch wenn man sie dann schon abgegrast hat. Also das ist, ja, das geht halt nicht weg. Aber was soll's? Bleibt es halt ein bisschen unübersichtlich bei uns auf der Karte. Geht schon. So, wir machen uns mal auf dem Weg. Zu welchem zuerst? Machen wir erstmal hier unten die Eclipse-Präsenz und dann machen wir noch die Überraschungskiste oben. Bei dem steht der Name schon da, weil ich da schon eine Sonde drauf gejagt habe auf die Anomalie. Deswegen wissen wir da schon, worum es sich handelt. Hier die Anomalie. Söldneraktivitäten innerhalb einer Minenanlage auf der Planetenoberfläche entdeckt. Besitzer der Anlage ist laut Registrierung Eldfell Ashland Energie. Präsenz von Eclipse bestätigt. Notsignal wird von der Anlage aus betrieben. Sensoren melden mehrere Raumschiffstarts von der Anlage. Eclipse, da würde ich wieder vorschlagen, dann nehmen wir doch wieder Garrus und... Ja, ich glaube, wir nehmen wieder Garrus und Miranda, einfach weil die beiden mit ihrer Überlastung schon ganz gut reinhauen können. Und Eclipse ist halt sehr technikaffin, das sind halt alles Techs. Deswegen lohnt sich das da auch bei denen. So, übliche Gruppenauswahl, Punkte sind immer noch keine zu vergeben. Ab geht's. Bisschen steinig vielleicht. Gut, lass uns mal Eclipse klatschen gehen. Ich frage mich auch, wo die diese ganzen Massen an Söldnern hernehmen. Wir haben doch wirklich schon hunderte von denen weggeschnetzelt mittlerweile. Also egal welche Söldnergruppierung, alle drei. Blue Suns, Eclipse, Bloodpack, macht ja keinen Unterschied. Transportlog. Der Frachter Ter'alan hat angedockt und eine große Ladung Ressourcen für eine Anlage im Drenex-System an Bord genommen. Die Ter'alan hat mit Hinweis auf Piratenaktivitäten entlang der Route für die Ladung eine Exkorte angefordert. Okay, in welche Richtung müssen wir? Nach rechts, das heißt, wir gehen mal kurz nach links. Ach ja, hier geht es auch gar nicht weiter, es ist bloß so eine kleine Aushöhlung hier. Da ist auch nichts weiter. Okay. Dann stoßen wir mal weiter vor und schauen mal, was uns so entgegengeworfen wird. Ach, wie gut. Stimmt, Asari kommen auch ab und zu. Die verdränge ich irgendwie immer. So, aber sollte nicht das Problem darstellen. Ich schieße aus der zweiten Reihe ein bisschen mit Biotik. Oh, nach Möglichkeit natürlich auch nicht gegen die Mauer da. Na, wessen Biotik ist stärker? Ich hab sie nicht mehr auf dem U. Auf dem U hat sie uns nicht mehr. Na sowas. Aber auf dem U sollte man die Leute schon haben. Wenn man gewinnen möchte. So, Eclipse-Präsenz untersuchen. War das nicht schon vorher unser Ziel? Warum wird das mir jetzt nochmal angezeigt? Wer weiß. So, erster Raum sauber. Wir schauen gleich weiter. Ich will nochmal... Wir müssen da lang. Okay. Dann schaue ich nochmal ganz kurz hier hinten nach. Okay, hier haben wir nämlich noch ein bisschen was einzusammeln, auch wenn es nur Palladium ist. Das heißt nur Palladium. Ich wäre in Wirklichkeit äußerst froh, wenn ich irgendwo, ich weiß nicht, was eine Einheit ist, vielleicht ein Kilo? Wenn es nur 100 Gramm sind. 200 Kilo Palladium zu finden. Wisst ihr, wie reich man damit werden kann? Und was man damit an Reaktionen katalysieren kann. Meine Güte. Palladium ist ein sehr beliebter Katalysator bei vielen organischen Reaktionen. Wird dort meist als sehr feines Pulver eingesetzt. Gibt es auch übrigens als Ehringmaterial. Schweineteuer, weiß ich nicht, warum man das machen sollte. Mir ist Gold eh lieber. Ich mag diese silbrig glänzenden nicht unbedingt. Wobei meiner hat Weißgold und Gelbgold drin. Also habe auch ein bisschen silbrig drin. Aber Gelbgold gehört für mich einfach rein. Also nur Palladium finde ich irgendwie nicht so schön. Und die hässlichsten Ehringe, bevor ich hier mal vorlese, sind übrigens, finde ich, Keramikringe. Die sind schweinehässlich, die Dinger. Sehen aus wie aus Plastik und wenn du sie einmal runterschmeißt, kann es passieren, dass sie zerbrechen, weil es halt Keramik, ne? Weiß ich nicht, warum man sich sowas holen sollte, aber ist halt modisch. So
so ein Schwachsinn. Alarm! Wir werden von Söldnern angegriffen. Bringen Sie die Zivilisten in die Mannschaftsquartiere und kehren Sie dann auf Ihre Posten zurück. Der Hauptcomputer muss um jeden Preis verteidigt werden. Na gut, dann wollen wir uns den Hauptcomputer mal krallen. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. So, ich gehe hier hin. Ah, nicht so oft schießt er gegen die Wand. So ein Held. So, das war's schon wieder für die. Können wir hier was sammeln? Ich habe doch gerade was Blaues gesehen. Ach, die Steuerung der Brücke ist das. Na dann nicht. Dann haben wir den einfach mal... Oh, hallo. Raketenwerfer, wirklich? Meint ihr, dass das nötig ist? Na komm schon. Offener Schlagabtausch hier. Schön. Ohne Deckung stehen sie sich gegenüber und klatschen sich die Biotik in die Ohren. Finde ich spitze. Wo? Ach, da. Nicht doch, mein Freund. Die Deckung bringt dir nichts. Lass die fahren. Oh. Oh. Ja, ich war vielleicht etwas unvorsichtig. Gebe ich zu. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass von links auch noch welche kommen. Ich nehme aber mal an, dass da noch welche gewesen sein werden. Machen wir es halt nochmal. Was soll's? Ab und zu darf ich auch mal sterben. Hey, lasst mir das. Kommt schon. Es gibt andere Leute, die fehlen öfter. So, das PDA haben wir uns schon durchgelesen. Ja, das war das mit dem Alarm. Also dann. Nächste Runde. Tja, blöd, wenn man nicht so im Kreis schießen kann, wie ich das tue, ne? Wenn man immer auf direkten Wege die Biotik schießen muss, dann hat man irgendwie einen Nachteil. Bam. Komm, weg mit dir. Komm mal nicht so nah hier. So sehr will ich dann doch nicht auf Kuschelkurs mit euch gehen. Huch. So, der ist weg. Haben wir noch einen hier in der Nähe vielleicht? Ah, nee, in der Nähe ist nichts hier. Das ist aber auch eine scheiß Umgebung, muss ich sagen. Oh Gott, was ist denn hier los? Komm, mal hier aufräumen ein bisschen. Ach, das ist Garrus. Ich dachte gerade, der schießt auf mich. Aber ich hoffe mal, dass Garrus nicht auf mich schießt. In seinem Interesse. So. Haben wir dann jetzt Ruhe von der Seite hier? Das hoffe ich doch. Generell scheint gerade Ruhe zu sein. Ich glaube, wir haben alle weggeputzt, die hier in der Nähe waren. So, dann gehen wir mal kurz sammeln. Hier hinten die Energiezellen, die sehen aus, als ob sie mit mir mitkommen wollen. Auch wenn es dafür bloß 100 Credits gibt, völlig egal. Mach mal putt. Dem Ding nähere ich mich nicht, nachdem ich einmal drauf geschossen habe. Nicht, dass es dann doch noch explodiert. So, den Mainframe hacken. Ich glaube, das ist der Computer, den sie meinten, oder? Kann das sein? Ach shit, oben rechts war es gerade. Ach, hier ist es ja nochmal. Siehst du mal, schon gelöst. Transportlog. Der Frachter Terralan hat angedockt und eine große Ladung Ressourcen für eine Anlage im Drenex-System an Bord genommen. Der, hatten wir das nicht schon? Die Terralan hat mit Hinweis... Ja, das hatten wir schon. Verschlüsselte Daten. Position des letzten Kontakts mit der Terralan verschlüsselt. Dechiffrieren. Und ich nehme an, wer hat es dechiffriert, müssen wir uns nochmal einiger Feinde erwehren. Von wo denn, ist die Frage. Wenn ich das schon wieder höre, dieses überdramatische Rumgeschrei, dann kann es nur eine Asari sein. Geht natürlich wieder nur auf mich los, die Alte. Ist klar. Aha, von da drüben also. Nein, sowas. So, aber hier geht's ja gar nicht durch, oder? Ist er zu? Ja, hier kommt man nicht durch. Okay. Aber dort drüben kommt man durch. Okay, dann bleibe ich auch einfach mal... Renn doch mal hier dran vorbei, Shepard. Mensch. Du und die Deckung, es ist schrecklich. So, dann bleibe ich auch mal hier, wenn das der Weg ist, über den sie rüberkommen können. Wäre ja schwachsinnig, auf der anderen Seite zu bleiben. Ich glaube, der ist tot. Okay. Friss das. Friss das.
Und ich hoffe, jetzt ist Ruhe hier. Scheinbar doch nicht. Hallo? Ach da! Gut, dann nehme ich doch mal die Abkürzung. Okay, er ist schon hinüber. Captain Roland, ich nehme an, wir haben den Obermacker gefunden. Miranda, warp. Ich warp. So, und dann stellen wir uns unserem Freund mal entgegen. Salariana, also bitte. So, und damit ist Ruhe. Der Chiffrieren abgeschlossen, wir gehen mal nachschauen. Wo ist das gute Schiff? Ich nehme an, da gibt es dann noch eine Folgequest sozusagen. Dechiffrierte Daten. Die entschlüsselten Daten sind unvollständig. Zur Feststellung der Position der Terralan sind weitere Informationen nötig. Die Daten wurden zur weiteren Analyse an Cerberus übermittelt. Gut, vielleicht geht es uns auch nichts mehr an, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall beenden wir die Mission und kehren zur Normandie zurück. Daten zur Position der Terralan erhalten. Weitere Entschlüsselung notwendig. Gut, zurück zur Normandie. Und ich würde sagen, wir checken mal ganz kurz unsere Mails, oder? Warten wir noch einfach, bis wir das andere auch noch gemacht haben? Ja, ich glaube, ist vielleicht besser. Da brauchen wir jetzt nicht ständig wieder ins Terminal reinzugehen. Und checken dann die Mails einfach am Ende, wenn wir den alle neben Quests auf einmal gemacht haben. Wird schon passen. So, auf jeden Fall müssen wir dazu aus diesem System raus und hoch zum Lusan-System. Treibstoff zur Hälfte verbraucht. Ja, macht nichts. Huch, das ist ein bisschen größer, wie es aussieht. Und dann fliegen wir mal kurz nach Tarif. Anomalie geortet. Und widmen uns dieser Anomalie. Es wird sicherlich in anderen Systemen auch noch Anomalien geben. Das Problem ist bloß, ich habe halt nicht alles erkundet jetzt. Starte Sonde. Die Scanner haben etwas gefunden. Anomalie geortet. Erste Scans weisen auf ein Hochleistungskommunikationsportal auf dem Planeten hin. Die bei der Kommunikation benutzten Protokolle entsprechen denen der Bloodpack-Söldner. Es gibt eine Konzentration von Kroganer- und Vorcha-Signalen innerhalb einer größeren Anlage, vermutlich einer Mine. Lebenszeichen entdeckt. Unbekannte Spezies. Vorsicht ist anzuraten. Unbekannte Spezies? Okay. Da bin ich ja mal gespannt, was daraus kommen soll. Tja, wenn ich jetzt wüsste, wie spät es ist, dann könnte ich euch auch sagen, ob ich jetzt schon nach den Nebenquests, die ich jetzt hatte, die Aufnahme beende oder ob ich noch ein bisschen weitermachen will. Da bin ich mir nämlich gar nicht so sicher. So, bei Bloodpack, ich nehme mal Grunt mit, einfach nur zum Spaß. Und Jacob, Mordin. Lustiges Pärchen. Geht ab. So, bei mir ist nichts neu, aber bei Grunt können wir doch zumindest die Brandmonie. Was ist denn Verstärkung? Ach nee, Defensivfähigkeiten ist ja langweilig. Bei Mordin gibt es auch nichts, was wir ausgeben können. Los geht's. Ach, die Viecher, die haben wir doch auf Tuchanka schon mal gesehen. Navigation. Sendetürme in der Nähe könnten als Orientierungspunkt dienen. Okay, wir haben also kein Signal diesmal, wo wir hin müssen. An die Mission meine ich mich zu erinnern zu können. Also auf zum Sendeturm und dann schauen wir mal, was denn hier eigentlich los ist. Ach, siehst du mal, wir können die Sender aktivieren. Was ist hier geschehen? Problematisch. Was genau meinst du? Achtung an alle Arbeiter. Arbeit an diesem Knoten einstellen. Hier gibt es nichts mehr abzubauen. Sofort zu anderen Einsatzorten wechseln. Salamul. So, machen wir das Ding mal an. Oder das, von mir aus. Ach ja, okay, genau. Dann können wir jetzt einfach diesen Energiestrahlen folgen zum nächsten Sender. Toxinkonzentration übersteigt Grenzwerte. Weiteres Vorgehen mit erhöhter Vorsicht. So war das gewesen. Siehst du mal. So, das ist jetzt auch die Orientierung, die wir jetzt haben, was Ivy meinte. Oh, die knicksen. Schön wegbleiben. Was, die explodieren? Was ist denn hier los? Muss das denn sein? Ich gehe mal kurz da drüben schauen. Das ist zwar nicht unsere Richtung, aber ich lasse hier nichts liegen.
So. Seid ihr noch da? Seid ihr noch fit? Gegner? Irgendwo? Ich höre sie doch. So, nehmen wir doch den. Oh, die explodieren tatsächlich alle. Warum? Warum explodieren die beim Sterben? Was ist das für eine Unart? Was soll das? Hat man euch nicht erzogen? Warum explodiert ihr denn dabei? Naja, was soll's. Auf jeden Fall stoßen wir mal weiter vor. Ich hoffe, ich gehe jetzt nicht in die falsche Richtung. Wird schon stimmen. Warum waren die hier? Ja, ich glaube, sie ist richtig, die Richtung. Schauen wir mal. Achtung an alle Arbeiter. Sofortiger Rückzug. Shuttles zur Evakuierung. Was sind unterwegs, ja. Shuttles der Evakuierung sind unterwegs. Wer bei ihrer Ankunft nicht am Versammlungsplatz ist, wird bei den verdammten Käfern zurückgelassen. Salamul. Scheinen sich also alle verkrümelt zu haben. Dann hoffe ich doch mal. Ja, dann hoffe ich doch mal, dass wir gegen sie hier nicht mehr kämpfen müssen. Gegen die kleinen Borgia-Biester. Ein paar Klicksen sind auch okay. Muss ja jetzt nicht unbedingt der riesige, ausgedehnte Kampf sein. Ist schon okay so. So, ich gehe mal ganz kurz hier lang. Auch wenn ich da schon wieder den großen Obermarker höre. Ich lasse mir das Platin nicht entgehen. Das Platin nehme ich immer gerne mit. Okay, jetzt können wir dem Ding weiter folgen. Ist mal eine etwas andere Mission, weil man wirklich nichts sieht und einfach nur der Energiesignatur ungefähr folgen kann, also dem Signal. Man muss sich halt darauf verlassen, dass das funktioniert. Aber ich meine, großartig verirren kann man sich hier sowieso nicht. So, Grunt. Und Molly. Welch ein Spaß. So, der eine zündet den anderen an. Und du gehst mal schön weg von mir. Ach, puff. Na, geht doch. So, das Datenpad. Salamol, ich kann von Omega keine Watcher mehr beschaffen. Garm hat genug eigene Probleme. Sie müssen sich also selbst um Verstärkung und eine Lösung des Problems bemühen. Vielleicht sollten sie einen Signalpfad bauen. Diese dämlichen Watcher laufen bestimmt einfach raus in den Nebel und finden nicht mehr zurück. Kalusk. Ist gut, dass er das gemacht hat. Ansonsten hätten wir nämlich ein Problem jetzt. Wobei man irgendwann wahrscheinlich schon den richtigen Pfad finden würde. Es ist ja nicht so, als ob die falschen Wege endlos weitergehen und man sich total verirren würde. Sondern... Oh, wir kommen aus dem Nebel raus. Wunderbar. Sondern es ist ja doch alles ziemlich eingegrenzt hier, das Gebiet. Und ich glaube, wir sind am Ende unseres Weges angekommen. Kann das sein? Na, so fast. Und da geht's wieder rein in den Nebel. Na toll. Vorher hat es mir irgendwie besser gefallen. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch gleich wieder eine Runde Klicks und Klatschen geben. Natürlich! Wie sollte es anders sein? So. Oh, hallo! Bist du aufdringlich, bitte? Morin darf mal brennen. Den holen wir uns mit dem Warp. So. Kein Problem. Wir müssen da weiter lang, deswegen gehe ich kurz hier. Irgendwas von Interesse. Ein Datenpad. Salamul, wo bleiben die Ressourcen? Arbeiten sie da draußen? Arbeiten sie da draußen auch oder stehen sie nur rum und warten darauf, dass die Borgia klüger werden? Unser Mann auf Ilium kann nicht ewig stillhalten. Wenn sie das alles weiter verzögern, wird der Kampf bei unserer Anreise immer härter werden. Und das würde mich wirklich sehr, sehr wütend machen. Kalus. Ich glaube, Kalus hat Pech gehabt. Für den kommt wohl jede Rettung zu spät, nehme ich so an. Und Salamul wird sich dann wahrscheinlich einfach aus dem Staub gemacht haben. Wie man das als verantwortungsbewusster Anführer halt so macht. Kann es sein, dass ich jetzt irgendwie gerade eins ausgelassen habe? Wir schauen mal kurz. Wir gehen nochmal den Weg zurück und aktivieren nochmal den Sender, damit das hier wenigstens vollständig ist.
Ja, dachte ich mir doch. Naja, haben wir mal eine kurze Abkürzung genommen. Warum nicht? Ich finde mich auch am besten im Nebel zurecht. Am dichtesten. Und das scheint jetzt aber der endgültige Endturm zu sein. Da geht's auch wieder hoch, also werden wir wahrscheinlich wieder aus dem Nebel rauskommen. Das wünsche ich mir. Vielleicht nochmal ein kleines Endgefecht. Ich höre Schüsse. Sind da etwa noch welche vom Bloodpack? Sie hauen gerade ab, natürlich. Oh, Salamul, mein Freund. So. Salamul, du kriegst mal einen Betäubungsschuss ab. Und weißt du, weil ich gerade in so einer Geberlaune bin, gebe ich mal ein bisschen was von meiner besten Waffe ab. Oh, komm schon. So, da gehe ich gleich wieder in Deckung. Hauptsache, der Typ ist erstmal weg. Einmal einen Skalp verpasst hier. So. Und dann hat sich das mit denen auch schon erledigt. War ein kurzes Vergnügen und Salamul ist Geschichte. Ganz wie er es verdient. So, dann überbrücken wir mal kurz. Haben wir ja auch irgendwas, das mal zusammengehört? Die gehören zusammen. Immerhin was. So, das dann mit dem. Das zu dem. Oder auch nicht. Machen wir es halt nochmal. Das ist ja das Gute bei den questrelevanten Dingern. Das sieht auch schon ein bisschen gemütlicher aus hier. Da muss man nicht so ganz so wirre herumsuchen. Das ist immer das Schöne bei den questrelevanten Umgehungen. Die kann man einfach so oft wiederholen, wie man will. Und irgendwann passt es dann auch. Auf bislang unbekannte feindselige Alien-Spezies gestoßen. Bloodpack-Streitkräfte eliminiert. Was heißt unbekannt? Wir haben die schon auf T'Chaka getroffen. Gut, Hauptsache die Bloodpacks sind hinüber. Das war wahrscheinlich das Wichtigste. Ich weiß nicht, warum wir jetzt den Turm aktivieren mussten. Aber ist in Ordnung so. Ist in Ordnung so. Gut, und damit haben wir jetzt die Nebenmission hier soweit abgeschlossen. Dann stellt sich mir jetzt die Frage, wie mache ich das jetzt? Mache ich jetzt eine Aufnahmepause und suche mal die restlichen Systeme noch nach weiteren Nebenaufträgen ab? Oder wird wahrscheinlich das Beste sein, ne? Bloodpack-Anlage entdeckt von Cerberus-Kommando. Planeteninformationen, Salaban, Xeisha-System, Würgeschlund. Wir haben die Daten dechiffriert und analysiert, die sie auf Tarith sichergestellt haben. Die dort abgebauten Ressourcen wurden nach Salaban geschickt, vermutlich zur Herstellung von Waffen. Es ist eindeutig, dass das Bloodpack derzeit eine Invasion von beträchtlichen Ausmaßen plant. Die Zerschlagung der Operation auf Salaban wird diese Invasion enorm verzögern oder sogar ganz scheitern lassen. Okay, dann haben wir ja noch eins, das wir machen können. Los geht's! Auf nach Salaban! So, erstmal zum Massenportal. Und dann müssen wir erstmal schauen, wo der Würgeschlund überhaupt ist. Ich würde denken, Würgeschlund war Teil des Citadel-Sektors, wenn ich mich nicht ganz doll irre. Also muss es irgendwo auf der rechten Seite mit angesiedelt sein. Schauen wir mal. So, einmal den Massenportalsprung. Haben wir es irgendwo mit? Hallo? Ich habe keine zusätzliche Nachricht mehr. Ach hier, Bloodpack-Basis zerstören, hier oben im Würgeschlund. Alles klar. Nun denn, lasst es uns tun. Xeisha ist schon das richtige System. Auf nach Salaban. Und dann gehen wir mal ein paar Bloodpacks klatschen.